letzte Statement gesehen mit Mika und Ali. Yani, man hat dann gesagt, okay, vielleicht K.O.-Tropfen stimmt doch nicht. Aber jetzt hat Jigsaw nochmal ausgeholt und hat gesagt, Jigsaw antwortet Mika auf sein Statement, er lügt weiterhin. Mal gucken, ob Jigsaw so ein, zwei Beweise mitgebracht hat, sonst, ja, man weiß nicht, aber es ist die Nacht. Jigsaw, Bruder, wenn du T-Shirts brauchst, sag mir, Bruder, ich kauf dir, Cousin, gell? So ist nicht. Assalamu alaikum, meine Leute. Geht's euch gut? Salam. Alhamdulillah. Bei dir, Cousin? Oh, da sind aber heute ein paar Leute drin. Wie viele Leute sind da? Wir sind bei, wir knacken schon heute ein paar, 2 Mille. Ja, er hat mich angerufen, aber ich bin noch nicht rangegangen. Ich komme gleich auf die Sachen, warte. Lass uns noch so 30 Sekunden warten. Machen wir eine Zigarette an. Alle Bruder, was ist das für eine Bildschirmaufnahme, Digga? Liebe Freunde, ich weiß nicht, ob ihr gerade mitbekommen habt, der nette Mika war gerade live mit Ali. Ich habe mir auch hier so ein paar Sachen noch kurz aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ihr könnt vielleicht das hier speichern und im Nachhinein so vergleichen. So. Da waren so ein, zwei Sachen, ich will auf die kurz eingehen, noch ein paar Sachen sagen und dann checkt einfach selber. Und hast doch da zugegeben jetzt, dies, das und du siehst auch ein, dass das scheiße ist. Also nicht mit den Tropfen, dass ihr euch getroffen habt, dies und das. Als erstes will ich auch sagen, guck mal. No name, was geht, Cousin? Kein Mensch wird jemals zugeben, irgendwas gemacht zu haben. Also, jetzt hat Mika zugegeben, dass er sich mit ihr getroffen hat, hat sich dafür entschuldigt. Okay, am Anfang hat er aber gesagt, ich habe mich nicht mit ihr getroffen. Auch im Telefonat hat er zu Anfang gesagt, er hat sich nicht mit ihr getroffen. Aber wir gucken weiter. In irgendein Glas reingeworfen zu haben, wenn man ihn nicht dabei erwischt. Okay? Das wird niemals zugegeben. Niemals wird das zugegeben. So. Ja. Warum habe ich allen Anschein, das zu glauben? Weißt du, sollen wir mal unseren Kopf f***en? Passt auf. Stellt euch mal vor, ihr habt das gemacht. Ihr habt das gemacht, aber es gibt keine Beweise dafür, dass ihr das gemacht habt. Würdet ihr das zugeben? Seid ehrlich zu euch selber. Seid ehrlich zu euch selber. Ich weiß, dass kein einziger von euch sowas machen würde. Wallah, dann wirklich, ich weiß, dass keiner von euch sowas machen würde. Mhm. Aber das ist jetzt einfach nur ein Gedanke. Wenn ihr sowas gemacht hättet und keiner kann euch das nachweisen, würdet ihr das zugeben? Ich weiß, es ist schwer, weil man kann sich nicht so ganz in diese Lage reinversetzen. Ich glaube, keiner mit einem gesunden Menschenverstand würde anderen Menschen K.O.-Tropfen geben. Ist hart, Digga. Ist eine harte Sache, Bruder. Ist eine harte Sache. Darum an alle, die jetzt sagen, ich würde das nicht zugeben, ich kann euch nachempfinden, Digga. Ich kann euch verstehen. Gott sieht alles, das ist klar, aber ich kann euch irgendwo verstehen. Ob ich das zugeben würde? Gute Frage. Man muss halt ehrlich sein bei dieser Sache, weißt du? Sehr schwere Entscheidung, Bruder. Und umso mehr ich überlege, kommt die ganze Zeit in meinem Kopf, ich würde es ja nicht machen, also warum soll ich das zugeben? Aber gehen wir davon aus, ich hätte es gemacht. Boah, Bruder, schwierig, Walla. Ich sag euch ehrlich, es müsste ja einen Grund haben, warum du das gemacht hast. Verstehst du? Es müsste ja einen Grund haben. Sagen wir mal, du stehst, hast irgendwelche crazy Vorstellungen, irgendwelche dumme Fetische. Digga, ich wäre zur Therapie gegangen oder so. Ich sag euch ehrlich. Normale Menschen machen sowas nicht. Ich weiß es nicht, Bruder. Es ist schwierig, Bruder. Vor Gericht sowieso nicht zugegeben. Der vor Gericht würde ich gar nichts zugeben. Aber so der Person dann zu sagen, ey, es tut mir leid, ich hab's dir angetan. Es tut mir leid. Es war ein großer Fehler von mir und so. Boah, es ist ein schwieriges Thema, Chat. Wirklich, Digga. Das hat wirklich gerade Kopf gefickt. Ich schwöre auf alles. Weil du von Anfang an gelogen hast. Digga, du konntest mir auch einfach sagen, Bruder, hä? Die lügt? Ich hab sowas nicht gemacht? Digga. No name, Glückwunsch, mein Schatz. Glückwunsch. Ich hab damit nichts zu tun. Glückwunsch, mein Schatz. Eine Sache. Die nächste Sache ist, als deine Freunde, die gestern dahin gegangen sind, ja? Ali Boumaier hat dich gerade gefragt, findest du es okay, dass sie dahin gehen? Ja? Dann hast du gesagt, ja, die wollten wissen und haben gesagt, die gehen dahin, dies und das. Edler Typ, krass. Okay. Das haben wir gespeichert. Dann paar Minuten später, guckt euch das selber an. Dann paar Minuten später sagst du hast gesagt, die sollen dahin gehen. Keine zwei Minuten später sagst du hast gesagt, die sollen dahin gehen. Stimmt. Stellt euch vor, diese Live-Sache passiert und die reden miteinander und die wissen auch, was abgeht und er sagt zu denen, geh dahin. In dem Live hast du gesagt, der Janet ist da hingegangen und hat Jenge Menge gesagt. Guck mal, ich sage... Ja, das stimmt. Guck mal, das ist nicht korrekt. Ja, Walla, das ist nicht korrekt. Bruder, diese Frau, die hat ein Kind zu Hause plus ihre Mutter. Jetzt gehen wir davon aus, das ist die Wahrheit. Mika hat das wirklich getan. Bruder, ich war auf meine Mutter, verpiss dich von ihr, Digga.
lass die in Frieden, Digga. Schreib dir einen Brief, wie du dich entschuldigst. So, jetzt gehen wir davon aus, dieses Mädchen lügt. Bruder, verpiss dich auch von ihr. Sie ist eine Lügnerin, du kommst zu ihr nach Hause und sie wird das Gerücht verbreiten, du wolltest bei ihr einbrechen. So, das Beste wäre einfach, dass er ein öffentliches Statement gemacht hätte oder so, aber Leute dahin zu schicken, obwohl die nicht mal böse Absichten hatten. Weil ich habe aus dieser Sprachnachricht, hat man rausgehört, die haben nur gesagt, wir wollen nur kurz mit dir reden. Es ist trotzdem blöd, dahin zu schicken, sag euch ehrlich. Weil egal, ob der jetzt im Recht ist oder nicht im Recht ist, das wird denen immer negativ ausgelegt. Dir was? Nachts Frauen zu belästigen, das alleine schon zu klingen, ist schon zu viel. Zweitens, deine Freunde haben nicht Jenge gesagt. Es gibt eine Audio, die ich reingetan habe. Junge, bist du blind oder taub? Bist du taub, Digga? Es gibt eine Audio, Lan, eine Audio, wo die Frau sagt, geh. Und ihr macht immer noch Palaver. Das war das Problem, darum sage ich, einfach gar nicht hingehen. Egal, ob du im Recht bist oder im Unrecht bist. Geh da nicht hin. Weil wenn du im Recht bist, also wenn du das wirklich getan hast, Digga, lass dieses arme Mädchen in Ruhe, Digga. Lass das arme Mädchen in Ruhe. Und wenn du es nicht getan hast und sie erfindet und sie lügt, Digga, wenn du zu ihr nach Hause gehst, die wird noch eine größere Lüge erfinden. Darum lass das einfach. Das ist halt diese Kritische an der ganzen Geschichte. Digga, wenn eine Frau zu Hause ist und sagt, geh, und du gehst nicht, Digga, dann ist das da schon eine Belästigung. Junge, ihr habt da schon, da ist schon eine Belästigung am Start. Ja, da ist schon eine Belästigung am Start. Du warst bei Ali Boumaier hier gerade live und hast zugegeben, dies und das. Ja, was bleibt dir denn übrig nach diesem Telefonat? Kein Mensch wird zugeben, dass irgendwelche Tropfen benutzt werden, Digga. Aber einfach ganz komisch an dieser ganzen Geschichte ist, dass du von Anfang an lügst. Mann, du hast dich in so viele Widersprüche verwickelt, das ist unglaubwürdig, Dicker. Der sagt jetzt zum Beispiel, weil guck mal, Mika hätte von Anfang an sagen können, ja Bruder, ich habe mich mit ihr getroffen, es tut mir leid, aber diese K.O.-Tropfen stimmt nicht. Mika hat aber von Anfang an gesagt, nein, alles ist gelogen, ich war noch nie mit ihr, ich habe mich noch nie mit ihr getroffen und bla bla bla. Das ist unglaubwürdig. Kann ich was dazu sagen? Ja, kannst du auch. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, meine Meinung ist, guck mal, wenn du das Telefongespräch nicht geleakt hättest, ne? Ja. Der hätte das nicht mal zugegeben. Das sag ich doch. Was hat der denn für eine andere Wahl, außer zu sagen, es tut mir leid? Aber das sag ich doch. Ja, weißt du, was ich meine? Und guck mal, du sagst, deine Mutter hat geweint. Deine Mutter. Andererseits, Jigsaw hat bis jetzt auch keine Beweise dafür gezeigt, Digga. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und deine Schwester haben geweint, du warst auf dem Geburtstag. Hat keine Beweise dafür. Hat von dieses Mädchen die Mutter nicht geweint gestern, als sie geklingelt hat? Keiner von euch hat Jenge gesagt, Digga. Was für Jenge? Dieses Mädchen sagt laut und deutlich in der Audio, geh. Bruder, du gehst, die gehen nicht. Und gerade im Live hast du zugegeben, du hast gesagt, die sollen dahin gehen. Bruder, red dich nicht um Kopf und Kragen, Digga. Mann, ich habe sowas noch nie erlebt, Digga. Zeig mal, diese Telefonleak, Bruder. Ist schon online. Guckt euch das an. Guckt euch jetzt dann mit Ali Boumaier seinen TikTok an. Er war gerade TikTok live und der Vollidiot redet sich dumm und dämlich. Wallah, er redet sich dumm und dämlich. Bra, was für, ihr geht nachts dahin und ihr sagt, Jinge, du hast dich zu verpissen, wenn eine Frau sagt, geh. Du hast dich zu verpissen, Bruder. Zu welcher Jinge geht man denn nachts? Wallah, zu welcher Jinge geht man denn nachts? Was ist das denn für eine Jenge, zu der du nachts gehst? Darf ich kurz fragen, was Jenge heißt? Ich habe keine Ahnung, Bruder, wallah. Was heißt, Walla bleib ich auch, ich wusste nicht, da, Pokémon, Tante, Walla, hört sich an wie ein Pokémon, hört sich an wie Shiki oder so, Bruder. Yenge, Angriffsmodus. Um irgendwelche Fragen zu stellen. Du sagst doch, sie hat dich angeschrieben. Ey, Walla, ich hab voll viel Türken und Kurden bei mir, gell? Alle können Türkisch, mein Bruder, das ist hart, das ist heftig. Okay, aber warum rufst du sie dann nicht an? Oder schreibst sie dann? Hä? Bruder, guck mal, ich sag dir ehrlich was. Ich hab gestern deine Mutter beleidigt. Das war sehr impulsiv. Wallah, ich glaube dir nicht. Ich glaube dir immer noch nicht. Wallah. Ich sage dir, keiner wird es zugeben. Lan, wenn man euch nicht auf Kamera hat, dann werdet ihr das nicht zugeben. Hätte ich nicht dieses Telefon gelegt, hättest du auch nicht zugegeben, dass du dich mit der getroffen hast, Bruder. Hör auf. Wallah, hör auf. Yani jeder hier merkt das. Jeder merkt das. Wallah. Ups. Ich hab keine Ahnung. Und an dieser Stelle, ihr seid angezeigt worden, Digga. Ab jetzt klärt das die Polizei. Ich bin hier kein Superman und kein Dings. Ab jetzt klärt das die Polizei. So. Weißt du, was ich meine? Und die aller Krönen Gottes und mich zum Schweigen bringst.
dann halte ich meine Fresse. Warum warst du mit 14 im Arrest? Warum bist du Arrest gewesen mit 14? Kannst du uns das sagen? Mika war mit 14 im Knast, Cousin? Nein. Sag mir nicht, der war mit 14 im Knast wegen... Nein. Kannst du? Kannst du uns das sagen? Warum haben sich auf einmal mehrere Frauen gemeldet? Hä? Bruder, doch nicht alle lügen. Hör auf, Land. Hör auf, Dicker. Hör auf, Dicker. Vor allem, warum soll ich sagen, die lügt, während du mich anlügst? Während du mich anlügst und das beim Gespräch noch rauskommt und dann du am nächsten Tag mit Ali Buma hier live gehst und dann sagst, Bruder, sei mal ehrlich, Bruder. Bin ich dumm? Bruder, das war komplette Meme. Bruder, das war gerade richtig Meme. Ich küsse noch deinen Kopf. Aber... Voila, das war Meme. Bruder, Bruder. Sei mal ehrlich, bin ich dumm? Walla, das war geil, Digga. Ich muss ausschneiden, Digga. Ramo, dankeschön. Ramo 2445, Digga. 6 Monate, ein halbes Jahr. Bin ich dumm? Bruder, sei mal ehrlich, Bruder. Bin ich dumm? Bruder. Das war komplett Meme. Das war gerade richtig Meme. Neuer Alert gesehen. Walla, Bruder, der Junge ist strohdumm. Walla, der ist ehrlich dumm. Der ist strohdumm, Bruder. Weißt du, man merkt auch, der hat noch nie einen Beef oder so in seinem Leben gehabt. Der ist dumm einfach, Bruder. Das ist ein dummer kleiner Junge, der so seine, diese Harmlosigkeit, der sieht doch so harmlos aus. Das ist das Problem, genau das. Der arbeitet. Guck mal, genau das. Das ist ein YouTuber. Moro, guck mal, ich sag euch was, wenn im Raum steht, ich oder er haben einer Frau irgendwas gegeben, ich schwöre, ihr werdet denken, ich war das. Weil ich das aussehe und er so aussieht. Weißt du, Schmelm? Ich meine, eine krasse Sache. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Dass die Polizei, ich glaube dir immer noch nicht, Bruder. Wallah, ich glaube dir nicht, weil du hast gelogen da. Digga. Krass, hat ihn angezeigt. Mal gucken, Digga. Also, ich hätte jetzt schon gedacht, dass jetzt Beweise kommen oder so. Aber, ja. Eldorado, dankeschön für den verschenkten Cousin. Guck mal, das ist jetzt... Du hast einfach gelogen, Bruder. Du hast gelogen, Dicker. Du hast mich jetzt gerade angerufen, weil Ali das, also er hat dich gebeten, das zu machen. Er hat gesagt, dann bist du in seinen Augen ein Mann. Selbst wenn du mich anrufst, bist du kein Mann für mich. Du bist Wallah für mich null ein Mann. Null. Null. Ja, eine Null. Du bist verheiratet, Digga, gewesen und warst mit irgendwelchen, du weißt schon, ich will gar nicht noch ekliger werden, weißt du? Aber, warte eine Sekunde, mein Bruder Herz, guck mal. Für mich hat sich die Sache jetzt. Das klärt jetzt die Polizei, okay? Ich hätte noch ekelhafter werden können. Stark, Jakob. Aber jeder, der ein bisschen Grips hat, hat schon verstanden, was hier abgeht. Walla. Also Jigsaw, du Übergewichtiger. Bruder, Walla, lass mich nicht mein Sixpack zeigen. Auf meinem Walla, hör auf. Alle, Bruder, ich wette, dass Mika nicht einmal gesagt hat, Jigsaw, du Übergewichtiger. Aber der hat das extra, sagte zu mir Übergewichtiger. Guck mal hier, ne? Guck mal hier, am Nagelheim, Digga. Ich küsse dein Herz. So, das war's auf jeden Fall. Ja. Hast du da willst du noch was? Ja, auf jeden Fall. Bruder, guck mal, ich sag dir jetzt was, ne? Nehmen wir mal an, nur nehmen wir ja, an. Ja, wir nehmen an. Okay, nehmen wir an. Er hat das nicht gemacht, das haben seine Freunde gemacht. Okay. Okay, nehmen wir mal so an. Okay. Weil er legt ja seine Hand für okay, den Feuer. Okay. Tama. Er ist auch jetzt nicht der Junge. Ne? Ja. Das habe ich schon an dem Telefonat mit dir gemerkt, weil du ihn so hart angegangen bist und er halt nicht der Typ ist, der seinen harten Konto zurückgeben kann, der zu seinen Freunden sagen kann, hey, ihr Wichser, ihr habt das gemacht. Alter, die üben schon Menschen anders. Ja, das war gut. Ja, Bruder, ist so. Weißt du, was soll der Junge sagen, außer ich leg meine Hand für dir. Bruder, die ficken den. Ja, das ist jetzt nicht große Kunst, den zu ficken. Ja. Aber ich meine nur so, weil das halt ein normaler Junge ist. So, weißt du, was ich meine? Ohne Ding jetzt. Aber was hat der denn für eine andere Wahl? Was hat der denn für eine andere Wahl, Bruder? Er muss doch zu denen halten. Ich finde die Sache ganz komplex so. Und guck mal, es ist einfach sehr, sehr komplex, Allah. Und selbst wenn das vor Polizei geht, dann laufen so kleine Hunde wie du, weißt du, kommen die davon, weil keiner sieht, weißt du? Aber jeder, der Grips hat und dieses... Mich interessiert immer noch, Digga. Ich habe jetzt eine Frage, Walla. Und die Frage, die unterstreicht ich mit 3 Ausrufezeichen.
ist dieses Mädchen an dem Tag zur Polizei gegangen? Sie muss ja irgendwo gemerkt haben, dass sie K.O.-Tropfen bekommen hat. Ist sie zur Polizei oder zum Krankenhaus? Gibt es einen Arztbericht? Wurde irgendwas dokumentiert? Oder sind es einfach nur so Ding, Vermutungen? Und das interessiert mich, Bruder. Wanda, gibt es da irgendwas schwarz auf weiß? Gibt es irgendwas, was aufgeschrieben worden ist? Gibt es irgendwas? Mit Ali Boumei TikTok an und danach guckt euch nochmal dieses... Ja, die Frage ist auch, warum haben die ihr K.O.-Tropfen gegeben? Anscheinend wurde nichts getan. So, keine Ahnung, Bruder. Ich sag euch ehrlich, das letzte Video hier, es geht 2 Minuten. Können wir auch skippen. Jigsaw hat ihn angezeigt. Wo sagt er das denn? Hier. Hört euch an, was er zu sagen hat. Die mir auf meinem... Noch nicht. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe noch eine Sache, die mir auf meinem Herz brennt, ne? Guck mal, ich bekomme seit gestern Nachrichten. Ehrenmann. Guck mal, ich bin kein Ehrenmann. Ich bin kein guter Mensch. Ich bin ein schlechter Mensch. Es ist nicht so jetzt, Jiggy läuft rum, wow, er setzt sich... Nein, Jigsaw, Ehrenmann, Cousin, du hast Mika nach Hause gebracht, mein Bruder. Jetzt, oh, 4 Frauen und ah, er ist der... Nein, ich bin genau das Gegenteil. Guck mal, ich habe meine Ex angeschrien, ich habe sie beleidigt, ich habe sie so angeschrien, dass sie in der Ecke war und Angst hatte vor mir. Ich habe Menschen, die ich liebe, angeschrien. Ich habe meine Mutter durch meine Taten dort alleine gelassen. Ich kann mein Vaters Grab nicht sehen, weil ich ein Bastard war und da nur Dreck gemacht habe. Ich bin kein Ehrenmann. Ich bin kein guter Mensch. Das ist Alpha. Ich bin ein ekelhafter Mensch. Schreibt mir nicht Ehrenmann. Macht es nicht. Nehmt euch kein Idol an mir oder nehmt euch kein Beispiel an mir. Macht es nicht. Ich bin kein Ehrenmann. Das wollte ich noch einmal gesagt haben. Diese Sache mit Mika, die hat sich für mich erledigt. Ich bin keine Sittenpolizei, ich bin kein Justizminister oder was weiß ich was. Ich wollte euch alle nur darauf aufmerksam machen. Das habe ich jetzt auch. Ab jetzt wird sich die Polizei darum kümmern. Die Betroffenen haben Anzeige erstattet. Ich bin raus aus dieser Sache. Weder will ich gegen dich was posten noch. Weder will ich mit dir was zu tun haben. Weder will ich mit dir noch auf einen Song sein. Alle Songs werden runtergenommen, diese Karamell-Remix oder sonst was. Ich kümmere mich gerade darum. Und ja, ich wünsche dir alles Gute, Dicker. An dieser Stelle, an meine Community nochmal. Es war nicht gut, dass ich seine Familie beleidigt habe. Das war nicht gut. Das sind alte Verhaltensmuster, die gefallen mir nicht. Aber ich war sehr emotional. Aber wie gesagt, die Sache hat sich jetzt für mich erledigt. Die Polizei kümmert sich drum. Das heißt, wahrscheinlich gibt es jetzt keine Beweise mehr von ihm für uns. So, Chat, offenes Thema, Digga. Wir haben alles durchgekaut. 4 Videos, 5 Videos, 4 Videos, 5 Videos. Aber ich mach 4 daraus.